Einen wunderschönen guten Tag auf der Strecke zwischen Hausach, Villingen und Konstanz. Wir dürfen heute mit der HZL, besser gesagt dem Regio Shuttle RS1, eine Runde fahren. Und ja, in der Zugzielanzeige steht das Ziel auch schon eingetragen. Es geht einmal in Richtung Bräunlingen. Und ja, wir fahren heute als Regionalzug. Deswegen setzen wir uns direkt in den Zug hinein und rüsten auf, was noch aufzurüsten ist. Hier drinnen können wir uns nämlich noch die Instrumentenbeleuchtung einschalten, beziehungsweise natürlich auch die Führerraumbeleuchtung selbst. So, den Schalter einmal nach vorne, dann die Beleuchtung im Fahrgastraum sollten wir auch noch einschalten. Erstmal im Führerhaus, dass wir hier auch was sehen können, und bei den Passagieren hinten ist die schon eingeschaltet. So, die Beleuchtung an der Spitze ist auch schon auf drei weiße Lämpchen eingestellt und hinten am Zugschluss sollten zwei rote Rücklichter leuchten. Genau, das ist der Fall. Und dann können wir so langsam eigentlich gleich los. Wir müssten uns natürlich theoretisch noch beim Fahrdienstleiter ankündigen, dass wir mit unserer Rangierfahrt hier starten, beziehungsweise eben seine Freigabe einholen. Und ganz wichtig aber noch, bevor wir losfahren, tun wir uns natürlich auch noch die PZB aktivieren, in dem Fall jetzt hier in der oberen Zugart. So, die ist aktiv, sehr schön. Wir gucken noch ganz kurz, was der Federspeicher sagt. Der ist gelöst, beziehungsweise, ja, könnten wir ja eigentlich auch hier vorne anlegen oder lösen. Haben wir hier entsprechend den Leuchtmelder und können dann hier unten zwischen fest und lösen wählen. Und genau, dann würde ich sagen, setzen wir uns langsam in Bewegung und gucken mal, wie die aktuelle Situation da vorne bei den Weichen ausschaut. So, Zugkraft aufgeschaltet. Achso. Bevor wir natürlich Zugkraft ausschalten, sollten wir den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung bringen. Dann hören wir auch den Motor etwas höher drehen und dann geht's langsam los. Genau, wir müssen jetzt hier sicherstellen, dass eben ja, die Weiche in der richtigen Lage ist, dass die Gleissperre dort vorne abgelegt ist und dass wir hier ohne Probleme rangieren können. Da vorne leuchten zwar schon zwei weiße am Wartezeichen, aber darauf ist natürlich nicht 100%ig zu verlassen. So, genau, hier die Weiche liegt richtig, Gleissperre ist abgelegt, perfekt, die nächste Weiche ebenfalls und da können wir langsam los. Das Ganze hier noch als Rangierfahrt, wir müssten da auch theoretisch jetzt nicht mit PZB fahren, weil auf der einen Seite führen wir sowieso gleich wieder einen Führerstandswechsel durch und auf der anderen Seite ist es uns beim Rangieren genehmigt, dass wir die PZB abschalten dürfen. Genau, wir setzen unseren Zug erstmal an den Bahnsteig ran und dort angekommen öffnen wir die Türen, lassen unsere Fahrgäste zusteigen. Wir sind ja auch gerade ein bisschen sehr schnell. So, machen wir mal 25. Ja, das ist noch keine Zugfahrt. So, unser Zug wird jetzt am Bahnsteig bereitgestellt und die Fahrgäste warten schon sehnsüchtigst auf uns. Also der eine, der hier mitfahren möchte. Und alle anderen dürfen dann entweder noch in den Zug einsteigen, beziehungsweise tun das dann an den nächsten Haltestellen oder ja, Haltepunkten. So, Türen auf und einmal einsteigen bitte. So, wenn der gleich drin ist, dann können wir wieder in den Führerstand verschwinden. Dort lösen wir mal bitte ganz kurz die Bremse. Dann schalten wir die PZB wieder aus mit Steuerung und Numpad Enter. Und mit Steuerung und Plus wechseln wir durch die Führerstände hindurch, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Dort angekommen schalten wir uns natürlich wieder die Beleuchtung im Führerraum ein. Und im Führerraum hinten, na gut, sollten wir die eigentlich ausschalten. Die Beleuchtung bei den Fahrgästen ist auch schon eingeschaltet, das passt auch. Und Instrumentenbeleuchtung knipsen wir uns hier vorne auch noch an. Okay. Dann gucken wir mal, wie das mit der Abfahrtszeit aussieht. Wir haben es 7.19 Uhr, gleich 7.20 Uhr. Und was steht bei uns im Fahrplan drin? Beziehungsweise am Zugzielanzeiger, wenn er denn vorhanden ist. Ja, Zugzielanzeige ist vorhanden, aber natürlich ohne Informationen. Und da drüben sehe ich auch schon drei weiße Spitzenlichter. Bleibt noch die Frage, was da gleich durchrollt. Eine 151 mit Containern dran.
richtig schick. Das sind auch die langen Containerwagen. Ja, und desto länger so ein Containerwagen, desto mehr Platz finden natürlich auch die Container oben drauf. Und desto länger die Züge werden, ja, desto effizienter wird das Ganze auch. Also lange Wagen und lange Züge, das ist immer so das Effizienteste, was man da anstrebt. Und ja, wenn man da ganz viele kleine drauf tut, also kleine Container, dann ist es natürlich auch schön. Aber für die Spediteure bzw. für den Gütertransport eignet es sich halt immer, große Container zu haben, die dann nach Möglichkeit ja, relativ preisgünstig auch transportiert werden können. Es lässt sich aber auch nicht pauschal sagen, dass große Container immer gut sind, denn es gibt auch Fahrzeuge, auf die einfach schlicht und weg keine so großen Container draufpassen. Und deswegen gibt es auch andere Containergrößen, die sich da natürlich immer noch bewährt machen. So, hier nochmal 140er mit Holzwagen hinten dran. Genau, und wenn die durch sind, dann dürfen bestimmt auch wir gleich raus auf die Strecke. Können wir uns kurz gucken. Das Signal können wir hier zum Glück noch sehen. Ja, was geht noch nicht in Fahrtstellung? Ach doch, jetzt. So, und das Rangiersignal folgt dem auch. Okay. Und mit unseren Türen, ja, sind wir aktuell noch im beim Fahrgastwechsel beschäftigt. Jetzt gehen sie zu. Normalerweise macht man das natürlich dann auch hier innen drinne über die Türsteuerung. Dann bekommst du hier drüben bei dem grünen Leuchtmann angezeigt, dass die Türen eben geschlossen sind. Und, achso, bevor wir hier loslegen, natürlich auch hier drüben noch die PZB einschalten. So. Und dann kann es losgehen. Genau, aber bei den Fahrzeugen muss das hier immer separat nochmal aktiviert werden. Das ist nicht so, wenn man es im einen Führerstand aktiviert, dass es auch automatisch für den anderen gilt. Beziehungsweise wenn es sowieso ein anderes Fahrzeug ist, was im Zugverband vorhanden ist, dann erst recht nicht. So, raus geht's hier mit 40 und dann, ja, dürfen wir glaube ich sogar mit 50 über die weichen Verbindungen fahren. Genau. Freuen wir uns schon mal. Und ab die Post. Genau, deswegen am Anfang auch dieses durchaus sehr schnelle Rangieren, was eigentlich gar nicht so gewollt war. Natürlich immer mit 25, mit der Ausnahme der Ansage des freien Fahrwegs. U94 da drüben, wahrscheinlich gerade beim Tanken. Und ein 612er da noch auf der linken Seite. So, dann. Nächster Halt, Donaueschingen Mitte Siedlung. Wobei, da stand doch irgendwas anderes im Fahrplan, ne? Doch, tatsächlich. Donaueschingen Mitte Siedlung am Bahnsteig 1 in 12 Kilometern erst. Das ist noch ein ganzes Stückchen. Okay. Dann können wir den Zug auf 120 hochziehen. Streckenhöchstgeschwindigkeit ist hier aktuell 130. Die können wir leider nicht ausfahren mit dem Fahrzeug. Ist aber auch kein Problem. Mit dem RS1 sind wir hier trotzdem flink genug unterwegs. Und es gibt auch einige Stellen hier auf der Strecke, wo wir sowieso etwas langsamer fahren. Und insbesondere für den Bereich, wo das Fahrzeug dann hier den größten Anteil der Strecke zurücklegt. Da wird sowieso nicht so schnell gefahren. Also auf dem Streckennetz, da wo eben die HZL, die Hohenzollerische Landesbahn, verkehrt unterwegs ist, da werden in der Regel keine so hohen Geschwindigkeiten gefahren. So, trotzdem müssen wir aber Signale wahrnehmen. Und wenn da steht VR0, Halt erwarten, dann haben wir auch Halt zu erwarten und dürfen hier nochmal reinbremsen. Signal müsste vor dem Bahnübergang stehen gleich. So, unter 65 sind wir auch schon. Gleich auch unter 45. Können wir schon mal langsam wieder auslösen.
Ne, und gerade der Nebel macht es natürlich auch nochmal richtig interessant, weil wir sehen die Signale und alles natürlich viel später. Aber ich weiß noch, hier vorne kommt irgendwo dann ein BÜ und der BÜ ist meiner Meinung nach durch ein Formsignal gesichert. Deswegen auch da ganz wichtig der Hinweis, Formsignal, das leuchtet unter Umständen nicht so stark, beziehungsweise kann man nicht so gut erkennen bei schlechten Witterungsbedingungen. Weil hier in Marbach ist der, ja genau, es ist schon wieder in Fahrtstellung, sehr gut. Hier in Marbach ist der Bahnhof, oder ist es eigentlich ein Bahnhof noch? Bahnhof oder Haltepunkt, sei jetzt dahingestellt, was es ist. Ja, mehr oder weniger unterteilt, und zwar durch die Straße. Man hat nämlich im einen Teil von Marbach ja, den einen Bahnsteig, dann kommt der BÜ und dann kommt die andere Hälfte des Bahnsteigs. Und da hier auch gerade eine Rangierhalttafel stand, gehe ich mal stark davon aus, dass es hier irgendwelche Weichen gab. Demnach wird es sich um einen Bahnhof handeln. So, wir legen den Hebel wieder nach vorne. Rauf auf die 120. In der Hoffnung, dass die nächsten folgenden Blöcke etwas kürzer sind. Und dass wir trotzdem im, ja, weiterhin freien Streckenabschnitt fahren können und nicht gleich wieder auflaufen. Und mit auflaufen meine ich halt jetzt nicht, dass wir auf den anderen Zug drauf fahren, aber dass wir ihm eben im Signalblockabstand folgen. So, die Zugkraft können wir jetzt hier wieder ein bisschen mindern. Das wird so ein Spielchen in den oberen Fahrstufen. Oder Leistungsvorwahlstufen besser gesagt. Weil das pendelt jetzt immer so zwischen 120 und ja, der Geschwindigkeitsüberschreitung hin und her. Ich will nur Eschingen gleich nicht verpassen. Wir haben noch ca. 7,5 Kilometer. Okay. Gegenzug kommt auch schon, der wird kurz per Lichthupe begrüßt. Dem Kollegen winken wir natürlich auch schön freundlich. Da freut er sich. Ja, was ich bei der HZL immer so ein bisschen schade finde, dass die Fahrzeuge in diesem beigen Farbton daherkommen. Weil das hat immer so diesen, ja, doch relativ düsteren Eindruck, den das mit sich bringt. Und ja, da gefallen mir einfach so Farben, wie sie bei der DB tatsächlich verwendet werden beim RS1. Also eben Rot und Weiß, doch wirklich wesentlich besser. Was ich auch nicht schlecht finde, das sind die Farben, die bei der, na, auf der Moselweinbahn, wie sie da verwendet werden, also in Blau und Weiß. Das Farbschema oder aber auch, das ist bei der ODEC, die haben ein relativ schönes Gelb, wie ich finde. Also das gefällt mir auch sehr gut. Oder optional grün-weiß, wie das bei der Erfurter Bahn der Fall ist. Also besonders die Privaten haben da eigentlich sehr schöne Farbkombinationen, weswegen ich nicht so ganz verstehe, warum die HZL da auf beige und ja, diesen weinroten Farbton setzen musste oder wollte. Klar, es gibt natürlich auch in dem Unternehmen sicherlich ein Corporate Design, was dann eben vorsieht, dass alle Fahrzeuge im, naja, ähnlichen Farbkleid lackiert werden. Vielleicht hat es aber auch irgendetwas mit der Unternehmensgeschichte zu tun, dass explizit diese Farben gewählt wurden. Erstmal nicht die 120 aus, sondern machen wir hier mal etwas langsamer. Weil ich denke, das liegt wirklich an dem Güterzug, der vorgefahren ist. Der wird bestimmt Höchstgeschwindigkeit 100 haben und wenn wir da immer wieder reinbremsen, ja, dann nützt uns das auch nicht viel. Dann kommen wir auch nicht schneller zum Ziel. Deswegen lieber eine Durchschnittsgeschwindigkeit so ermitteln, Pi mal Daumen und dann. Genau, sich da einfach rantasten.
So, und wir kommen ja auch Donaueschingen etwas näher. Deswegen gucken wir mal. 3 Kilometer sind es noch. Aktuell Streckenkilometer 95,6. Genau, aufsteigende Kilometrierung hier. Den Tausender noch mitgefangen. Ein bisschen mehr unterfahren sollten wir da schon. So, die 80. Jetzt passt es auch ungefähr. Ja, dann sollten wir uns so in, ich sag mal, roundabout 1,5 Kilometern auf den Halt einstellen. So, die 80 gelten ab hier. Genau, 8 Kilometer sind es noch. Können wir ungefähr bis zum Streckenkilometer 98 fahren. Und dann denken wir mal langsam ans Bremsen. Weiter geht's auch hier mit Langsamfahrt erwarten, VR2. Und passend dazu gibt es noch eine 60 signalisiert. Dann lassen wir das Fahrzeug rollen, quittieren das Ganze. Sind wir auch bei 98 gleich. Peilen jetzt erstmal die 60 an, die wir ab dem Hauptsignal gleich fahren müssen. So, und den Rest lassen wir erstmal hier kurz rollen, weil wir sehen ja dann auch gleich den Bahnsteig. Donaueschingen Mitte Siedlung müsste ja ein Haltepunkt sein. Sollte hier vorne im Bogen kommen gleich. Genau, da kommt auch erstmal das Einfahrsignal. Dann wird das sogar auch nicht nur ein Haltepunkt sein, sondern ebenfalls wieder ein Bahnhof. So, wir sind weit unter den 60. Genau, Mitte Siedlung. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen hier. So. So, schön sanft anhalten. Türen auf. Und dann können die Fahrgäste rein bzw. raushüpfen. Ja, hier müssen wir natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Die Bahnsteige sind zwar wirklich lang genug, aber immer schön dran denken, dass wir aktuell in Doppeltraktion unterwegs sind. Also zwei Dieseltriebwagen hintereinander haben. Und dann sollte man auch immer so ein bisschen im Auge behalten, dass da die Bahnsteiglänge natürlich irgendwie ausreichen muss. Und ich meine, jetzt bei den 2RS1 hier ist es wirklich kein Problem. Wenn man aber in Dreifachtraktion unterwegs ist, dann könnte es hier durchaus etwas eng werden, wenn man ungenau anhält. So, die Dame ist hier schnell die Treppen runtergerannt, um noch in den Zug reinzukommen. So, und laut Fahrplan stehen wir hier noch. Wir haben Zeit bis, oh, tatsächlich, bis 7.37 Uhr. Da sind wir mehr als früh. Da haben wir hier noch 2 Minuten. Also das ist wirklich reichlich. Sonst hatte ich eigentlich auf der Strecke immer das Problem, dass wir die Fahrzeiten nur schwer halten konnten. Aber na gut, wir sind ja auch ziemlich rasant gefahren, ne? Rangieren mit 40 am Anfang, was wir dann zum Glück doch wieder schnell korrigiert haben. Das ist eben auch so ein bisschen das Verlockende oder, ja, nicht wirklich verwirrend, aber wenn man eben auf das Fahrzeug eingespielt ist, dann weiß man, dass die 20 hier gleich kommen und dass eben 25 nicht hier oben ist bei dem Strich, sondern man hier quasi die ersten, ja, 10 Kilometer pro Stunde sich am Tacho eingespart hat. Da hat man so eine kleine Lücke drinne, wo der Tacho nicht wirklich, ja, die Geschwindigkeit anzeigt. Und wenn man dann schon, ja, voll im Fahrplanmodus ist, beziehungsweise im Zugfahrtmodus, dann geht das ganz schnell, dass man da mal über die Geschwindigkeit hinausschießt.
Ja, ansonsten ganz kurz was zum RS1. Die Fahrzeuge hier sind aktuell in einer ja, bis zu fünffachen Komposition fahrbar. Also sprich fünf dieser kleinen Triebwagen oder Dieseltriebwagen hintereinander sind fahrbar. Man hat bei der Variante jetzt hier eine Schraubenkupplung an Bord. Es gibt aber auch genauso gut RS1 mit einer Scharfenbergkupplung vorne dran. Der Vorteil besteht eben bei dem Fahrzeug jetzt darin, dass man auch Art fremde Fahrzeuge theoretisch anhängen kann, also mal den einen oder anderen Wagen, gegebenenfalls auch mal ein Schienenfahrzeug, was abgeschleppt werden muss. Das lässt sich darüber eben ja, wirklich leichter machen, wobei sich der RS1 jetzt nicht unbedingt als ja, Abschleppfahrzeug eignet, aber wenn im Notfall nichts anderes da ist, dann geht es vielleicht auch mit dem. Und ja, der Nachteil wiederum besteht darin, dass Flügelzugkonzepte eben mit einem solchen Fahrzeug, was über eine Schraubenkupplung verfügt, nicht wirklich gut umgesetzt werden können, einfach weil die Schraubenkupplung da halt ja, einen gewissen Zeitaufwand mit sich bringt, beziehungsweise halt auch immer wieder dann Arbeiten im Gleisbereich verursacht. Genau, so viel dazu. Und dann können wir uns ransetzen. Ne? Türchen sind noch offen, schließen sich aber hoffentlich gleich innerhalb der nächsten 10 Sekunden, damit wir hier pünktlich abfahren können. Bei der Minute 37 läuft aktuell noch und solange wie uns hier die Uhr angezeigt wird, dürfen wir laut Fahrplan noch nicht abfahren. Jetzt ist aber sogar 38 und ja, da sollten wir eigentlich hier schon weg sein. Also irgendwie gefällt mir nicht, dass die Haltezeit hier so lange drin eingezeichnet ist, denn auch in Donaueschingen haben wir dann naja, eigentlich nur jetzt 2 Minuten, um dorthin zu kommen. Beziehungsweise die Abfahrt in Donaueschingen ist dann wieder um 7.40 Uhr. Also rund 1,5 Minuten nur noch, wenn das hier noch länger dauert. Und jetzt ist es sogar noch weniger. Da müssen wir uns gleich beeilen. Trotzdem ganz wichtig dran denken, wir haben hier das Wechselblinken aktiv. Und ja, Langsamfahrt erwarten war am Hauptsignal angezeigt. So, jetzt gehen die Türen erst zu. Das gibt es zum Glück beim echten Zug nicht. Da hat der Triebfahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und nicht der Train Simulator. So, jetzt schnell auf 40 hoch. Ja, und das ist jetzt eben der Nachteil bei der PZB. So schön wie diese Überwachungsfunktionen, ja, was die Sicherheit angeht, auch sind. Aber wenn es dann darum geht, den Fahrplan zu halten, beziehungsweise irgendwie die Zeit wieder rauszufahren, dann kann sowas natürlich auch hinderlich werden. Aber Sicherheit geht ganz klar vor, unabhängig davon, was da für eine Uhrzeit draußen dran steht. Die Sicherheit geht immer vor der Pünktlichkeit. Und anhand deutscher Zugverspätungen könnte man darüber jetzt vielleicht auch argumentieren, dass deutsche Züge besonders sicher sind. Jedenfalls, wenn man sich dann ja, die Verspätungen teilweise anguckt. So, ich befreie mich an der Stelle mal. Gehen wir auf die 50 wieder hoch, erstmal. Auch wenn wir hier etwas rasanter einfahren könnten. Aber wie gesagt, der Bahnsteig kommt hier vorne gleich. Ist hier auch schon eingezeichnet. Auch wenn man es bei dem Nebel nur schlecht sehen kann. Donaueschingen ist unser letzter Halt. Danach geht es ja, schon runter von der Hauptstrecke Konstanz-Villingen. So, Türen auf. Und auch hier 39 Ankunft, 40 Abfahrt. Ja, wir sind schon in der Minute 40 drin. Und so lange, wie das hier wieder dauert, naja, da wird das nichts. Ja, wir fahren den Zug jetzt gleich noch aus Donaueschingen raus, in Richtung Nebenbahn, werden dann allerdings während der Fahrt einen ja, fliegenden Wechsel machen und den Zug an unseren Kollegen übergeben. Einfach dadurch begründet, weil die Strecke da eben aufhört und ja, in der Simulation nicht weitergebaut wurde. Und genau, wem die Fahrt trotzdem gefallen hat, der kann gerne ein Däumchen nach oben geben, einen Kommentar unter dem Video hinterlassen, beziehungsweise natürlich den Kanal abonnieren, insofern noch nicht getan. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr hier auf dem Kanal. Genau, liken, teilen, abonnieren, wie gesagt, nicht vergessen. Tut auch nicht weh.
Und ja, dann geht's hoffentlich schon wieder ins nächste Eisenbahnabenteuer. In dem Sinne, Leistung aufschalten noch einmal. Das letzte Mal für heute. Ausfahrt auch hier wieder mit 60. Ganz kurz mal nach der PCB noch gucken. Ja, die ist nicht restriktiv. Sehr schön. Genau, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.